Hi meine Lieben, heute habe ich für euch das Elsa Frozen Frisierset. Das ist aber noch komplett eingepackt in einer Folie, deshalb müssen wir das erstmal daraus befreien. Wie ihr seht, als Henkel gibt es eine blaue Perlenkette. Es sind 5 Frisiersachen enthalten und es wird Kindern empfohlen ab 3 Jahren. Und hier habt ihr eine super, super schöne Abbildung von Anna und Elsa. Wir werden auch darauf hingewiesen, dass wir Batterien einlegen können. Und jetzt habe ich auch erst bemerkt, dass der Föhn hier Geräusche machen kann. Dann öffnen wir doch mal unsere Tasche. So. Enthalten ist ein Lockenstab, ein Föhn, ein Parfüm, ein Spiegel und eine Bürste. Ich habe auch schon eine gute Idee, wen wir frisieren werden. Hi, ich bin Goliopi. Ja gut, dann frisier mich doch mal. Goliopi, du hast echt perfektes Haar. Damit können wir dich bestimmt super frisieren. Lass uns als erstes die Bürste nehmen. So. Ach, die sind ja schon echt gut durchgekämmt. Da muss ich ja gar nicht mehr viel machen. So. Das war's schon. Tun wir die Bürste einfach mal erstmal nach hier. Nehmen wir als nächstes das pink-weiße Lockenstäbchen. Als erstes nehmen wir uns eine Haarsträhne. So. Dann nehmen wir unseren Lockenstab und drehen die Strähne einfach drum herum. Und zu. Und jetzt warten wir und dann müsste auch schon eine Locke entstehen. Und fertig. Ja, leicht gelockt ist es auf jeden Fall. Und schaut mal, wie süß. Tun wir den Lockenstab auch erstmal hier hin. Ich glaube, wir nehmen als nächstes das Parfüm. Ist die Abbildung von Anna nicht wunderschön? Kannst du dich bitte umdrehen, Goliopi? Dann kann ich dir ein bisschen Parfüm drauf machen. Ja klar, so. Kein Problem. Supi. So, dann einmal eine kleine Spritzer. Bitteschön. Kann ich mich nun sehen? Kann ich mich sehen? Da musst du noch kurz warten. Du darfst dich erst am Ende sehen. Na gut. Fein, dann holen wir nun das nächste raus. Und ich glaube, es bleibt nur noch der Föhn übrig. Sieht der nicht toll aus? Hier ist ein Bild von Elsa. Hier blaue Verschnörkelung mit einem weißen Edelstein. Hier ist die Lüftung. Ich glaube, da kommen aber eher die Geräusche raus. Oder vielleicht macht er auch in wirklich Luft. Dann wäre das natürlich mega cool. Hier kommt wahrscheinlich der Sound raus. Und hier hinten hat der Föhn eine Form, als wäre es ein Diamant. Hier kommen die Batterien rein. Deswegen muss ich jetzt erstmal die Batterien reintun. Ihr benötigt hierfür die kleinen dünnen Batterien. So, das ist jetzt der Föhn und wir schalten ihn mal an. Und hier kommen die Geräusche raus. So, Goliopi, ich glaube, dein Haar ist noch nicht ganz trocken, denn sie hat gerade mal vor einer Viertelstunde geduscht. Deswegen, da denke ich mal, ich föhne die Haare. So, dann lass uns doch mal deine Haare föhnen. Es kommt wirklich ein ganz bisschen Luft raus. Also da kommt Luft raus, aber das sieht man eigentlich kaum, wenn man sich die Haare in echt damit föhnen würde. Man spürt es nur ganz, ganz leicht. Ja, den Föhn tun wir mal hier hin und jetzt holen wir den Spiegel. Dazu müssen wir jetzt mal die Tasche öffnen. So, und den Spiegel rausholen. So, und ich muss sagen, dass dieses wunderschöne Ding sich als Bürste enttarnt hat. Ich dachte nicht, dass es das Set 2 Bürsten enthält, sondern einen Spiegel. Aber ich finde, diese Bürste ist auch echt gut für echte Haare. Und ja, so sieht sie halt von vorne aus. Nichtsdestotrotz können wir sie hier nochmal bei Goliopi ausprobieren. So, nach dem Föhn waren sie sowieso unordentlich und jetzt machen wir sie wieder ordentlich. Das hier sind alle 5 Sachen, die im Set enthalten sind. Ich finde es wirklich cool. Einmal hier dieser multifunktionelle Föhn, dann natürlich das Parfüm, was sich sogar eindrücken lässt, 2 Bürsten und ein Lockenstab. Finde ich richtig, richtig cool. Hiermit macht ihr wirklich jedem Elsa und Anna-Fan eine Freude. Dieses Set gibt es exklusiv bei crocoworld.de und es ist natürlich in der Infobox verlinkt. Wenn ihr noch nach einem Geschenk sucht für eure Freunde oder für eure Cousine, Schwester, finde ich, ist das ein super cooles Set.
bis zum nächsten Mal. Tschüss.